Sie haben gesagt, ein Nationalpark im Nordschwarzwald wäre ein faszinierendes Projekt von nationaler Bedeutung. Warum? Ja, ein Nationalpark ist ja ein Naturschutzgebiet, in dem die Natur sich selber überlassen wird, ohne menschliche Eingriffe. Es wären so etwa 10 auf 10 Kilometer. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Faszinierendes. Zu schauen, wie sich da in Jahren sozusagen Natur selber gestaltet. Wir haben ja nur im Großen und Ganzen Wirtschaftswälder und kleinere Bannwälder, also Naturschutzwälder. Und darum ist es ein großartiges Projekt. Es dient natürlich auch dem Biotop- und Artenschutz, weil viele Arten, die gefährdet sind, zum Beispiel viele Käferarten, die in Totholz leben, die haben da ganz neue Möglichkeiten. Das sind also auch Inseln des Überlebens für bedrohte Tierarten und Pflanzenarten. Würde ein Nationalpark auch ökonomische Chancen bringen, etwa für den Tourismus? Ja, sicher. Ich meine, das sind ja Projekte, die Menschen auch außerordentlich faszinieren. Das wissen wir aus den anderen Nationalparken, die es auf der ganzen Welt gibt. Und deswegen ist es auch für die Wirtschaftsentwicklung über den Tourismus in der Tat ein ganz wichtiges und attraktives Projekt. Gleichzeitig ist der mögliche Nationalpark ja durchaus umstritten. Es gibt Befürchtungen und Vorbehalte. Sind diese berechtigt? Also es gibt keinen einzigen Nationalpark in Deutschland, der nicht auch umstritten war, vor allem auch bei der örtlichen Bevölkerung. Da bestehen einfach bestimmte Ängste. Und es ist ganz einfach, das ist ja nur ein kleiner Teil, etwa 0,7% der Waldfläche. Und wir sind ein sehr waldreiches Bundesland. Und wenn man das sozusagen nochmal vergleicht mit dem Rest, der ja im Großen und Ganzen Wirtschaftswald bleibt, dann sind die Befürchtungen in der Regel meistens unbegründet. Wie wichtig ist bei einem solchen Projekt die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger? Wir haben an diesem Projekt die Politik des Gehörtwerdens umgesetzt und noch niemals sind bei solch einem Projekt so viele Bürger so intensiv beteiligt worden, schon weit über 100 Veranstaltungen, aber auch an einem Gutachten, das wir vergeben, können alle sich einbringen. Also ein sehr breiter Beteiligungsprozess, wie wir seinesgleichen suchen. Da sind wir durchaus auch stolz drauf, dass wir das mit der Bürgerschaft gestalten. Wie sieht das weitere Verfahren in Sachen des möglichen Nationalparks aus? Ja, es wird im Frühjahr dann das Gutachten erstellt. Dann wird das Ergebnis vorgestellt und diskutiert. Und dann werden wir irgendwann auch eine Entscheidung im Landtag von Baden-Württemberg dazu fällen.